Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Gleichrichter ist unser Thema. Das letzte Mal haben wir gesprochen über einen M1-Gleichrichter. Wir haben gesagt, puh, das ist aber, lasst es umpelt, macht einen Pumper im Endeffekt, das ist eine Gleichspannung und so weiter. Und da habe ich gesagt, okay, wenn wir da statt einer Wechselspannung, einer einphasigen Wechselspannung, eine dreiphasige Wechselspannung verwenden, dann wird das, dieses Pumperte, diese Impulse, besser. Ne? Wie machen wir das jetzt? Ich habe das da schon ein bisschen vorbereitet. Hier sehen wir das das Drehstromsystem dieses Mal. Ja? Und wenn wir uns jetzt zurückerinnern, wie so ein M1-Gleichrichter ausgeschaut hat, naja, da war eine Spannung U1 über eine Diode auf die Last geschaltet. Genau so schaut jetzt ein M3-Gleichrichter aus. Ja. Ich habe aber nicht nur eine Spannung, die ich über eine Diode an die Last schalte, sondern ich habe drei. Und die treffen sie alle. Und da hinten hängt der Motor dran. Da hinten hängt meine Last. Und da unten ist der N praktisch. Okay. Also ich habe hier drei Spannungen. Ja. Ich habe U1. Ich habe U2. Und ich habe U3. Ja. Und die schauen halt so aus. Und jetzt überlegen wir uns, wann leitet denn zum Beispiel, es gewinnt immer die höhere Spannung, ja? Weil das ist praktisch, diese Ventile, die leiten ja dann, wenn da hinten eine niedrige Spannung ist wie da. Das heißt, wenn wir da jetzt zum Beispiel schauen, hier ist U1 kleiner wie U3, das ist U3 hier. Ja? Das heißt, da wird jetzt eigentlich das U3 gewinnt, ja? Bis sie treffen da, dann auf einmal ist U1, das heißt da am Anfang, schaut das so aus, da folgen wir U3. Ja? Bis sie sich da treffen und auf einmal wird U1 größer wie U3 und natürlich, wenn das eine größere Spannung ist wie da hinten, dann leitet das und wir folgen schon dieser Linie. So lang, bis jetzt plötzlich U2 größer wird und dann folgen wir wieder dieser Linie. Und so haben wir das. Beieinander. Ja? Also wir nutzen zwar nur die positiven Halbwellen, aber wir sehen im Verhältnis, hallo, ja, da buk, buk, ja, und hier besser. Dreimal so viel Stupser quasi. Ja? Und da hinten haben wir auch gesagt, ja, was ist jetzt da mit dem Steuerwinkel? Geht das bei dieser M-Schaltung auch? Ja, sicher geht das. Ja. Ich mache nämlich da keine Dioden rein, sondern mache Thyristoren wieder rein. Und der Steuerwinkel läuft diesmal aber ab hier. Gell? Ob da zu wieder. Und ich sage jetzt mal, wenn das zum Beispiel das Phi ist, Alpha, Entschuldigung, Phi, ist nicht alles ein Phi. Ja. Wenn das jetzt das Alpha ist, na, dann geht das so. Ja. Und obwohl die eine Spannung hier schon größer wäre wie diese Spannung, ich habe den noch nicht gezündet. Okay? Der sperrt noch, das heißt, der geht hier nach unten und hier zünde ich den und auf einmal, buck, sind wir da drauf. Ja. Und dann geht's dahin. Und jedes Mal praktisch schaut das so aus, beim gleichen Steuerwinkel Alpha zünde ich. Und jetzt sehen wir schon, okay, das schaut aber schon ziemlich komplex aus, was da passiert.
kann ich mir jetzt bei einem anderen Alpha nicht mehr so vorstellen, speziell wenn die Alphas dann wirklich groß wären. Was passiert denn da? Was passiert denn da, um Gottes Willen? Ja? Nun, ich habe eine nette Tabelle gebastelt, wo mir das ein Programmchen, das Excel-Programm da ausrechnet. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Okay? Also wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wie schauen diese Linien bei unterschiedlichen Alphas aus in der M3-Schaltung. Schalten wir mal zum Computer. Und dann geben wir uns das. Ja, also am Computer haben wir wieder ein Excel-Sheet gebastelt. Ich habe das jetzt wieder so eingezeichnet wie hier am Zettel an und für sich ursprünglich. Das heißt, das U1 ist eine durchgezogene Linie, das U2 ist eine strichlierte Linie, das U3 ist diese strichpunktierte Linie. Ja, das ist eben unser Drehstromsystem. Ich habe übrigens pro Phasenspannung 230 Volt also Effektivwert. Das heißt, das sind, so schaut mit diesen Werten hier auf der X-Achse, das sind Volt, schaut das aus. Ja. Und wenn ich jetzt einen Steuerwinkel von 0 Grad habe, haben wir eh besprochen, dann habe ich halt immer nur die höchsten Berge, die es so gibt. Okay, also genau diese das habe ich und habe hier einen gewissen Mittelwert. Okay? Einen gewissen Mittelwert. Und wenn ich das Alpha erhöhe, 10, sehen wir, aha, geht es weiter nach unten und dann zündet der andere Thyristor, okay, und geht schon dahin. Back, back, back und so weiter. So, jetzt sinkt dieser Mittelwert. Ist hoffentlich augenscheinlich, dass der Mittelwert jetzt nicht mehr so groß ist wie vorhin, weil ja das länger ins Negative rauscht, also nach unten rauscht. Ins Negative sind wir noch nicht. Schauen wir, was bei 20 ist, 30, dann wird das, was ich hier wegschneide, immer größer und der Mittelwert sinkt immer weiter ein. Ja. 40, ja, da haben wir sogar schon negative Bereiche, hier sehen wir negative Bereiche, ja, aber der große fette Teil da oben ist noch immer positiv, das heißt, der Mittelwert wird noch nach wie vor positiv sein. 50, 60, ja, da geht es halt so dahin. Und irgendwann 70, 80, ja, ist noch immer positiv, 90. Jetzt ist die negative Teilfläche und die positive Teilfläche gleich. Okay? Jetzt habe ich Mittelwert 0. Bis hierhin war ich im sogenannten Gleichrichterbetrieb. Bis Alpha gleich 90 heißt das Gleichrichterbetrieb. Ich habe aus einer Wechselspannung eine Gleichspannung gemacht. Was passiert, wenn ich jetzt Alpha auf größer 90? Aha, die Ausgangsspannung wird negativ. Das ist jetzt der sogenannte Wechselrichterbetrieb. Okay? Jetzt bin ich im sogenannten Wechselrichterbetrieb. Die Ausgangsspannung ist also negativ. Ja, und das kann ich jetzt natürlich weitermachen. 110. 120, 130, und da geht es dahin. Ne? Und wir sehen, wir können sogar in negative Spannungsbereiche hinunter. 140, 150. Jetzt sind wir da der Fall, wo diese Spannung praktisch gerade noch positiv ist. Ja? Und wenn ich jetzt 160 eingebe, ja, ist die Spannung am Thyristor eigentlich schon negativ. Gell? Der zündet uns nicht mehr, das funktioniert nicht mehr gescheit. Deswegen ab hier in der Realität so bis 150 Grad sind wir da und ab 150 Grad gibt es das sogenannte Wechselrichterkippen. Dann funktioniert diese Übergabe von einem Thyristor auf den anderen nicht mehr, funktioniert einfach nicht mehr. Okay? Manchmal geht es, manchmal nicht, das ist ein bisschen so zufällig. Das heißt, aber theoretisch kommt man ja bis 180 Grad nach oben und dann haben wir genau diese Dinge nach unten. Ja? Wenn wir jetzt die Beschränkung des Thyristors nicht hätten und die Gefahr des Wechselrichterkippens nicht gegeben ist, dann könnte es so ausschauen. Ja? Also ich kann praktisch von einem positiven Ausgang bis zu einem negativen Ausgang alles einstellen. Weil die Thyristoren sich nicht mehr löschen können, sind wir halt bei ungefähr 150 Grad begrenzt. Ja. Wie ich jetzt diese Mittelwertspannung hier ausrechne, das zeige ich jetzt kurz auf dem Zettel nochmal vor. Okay? Will nicht viel dazu erklären, aber schauen wir uns das an. Ja, also im Computer haben wir jetzt relativ gut gesehen, wie sich dieser Mittelwert, diese Ausgangsspannung da verändern lässt. Also von da irgendwo,
ja, ungefähr Mittelwert bei Alpha gleich 0, sinkt der ab und immer weiter ab. Bei Alpha gleich 90 haben wir gesagt, ist der 0 Grad. Ja, ist also 0, nicht 0 Grad, sondern 0 einfach, kein Mittelwert. Der bis dorthin ist das sogenannte Gleichrichterbetrieb. Und wenn es noch einmal noch mehr wird, dann wird es zum Wechselrichterbetrieb, dann sinkt nämlich der Mittelwert da nach unten langsam. Ja. Also wenn man der dann so weit praktisch nach unten gesunken ist, dass man da irgendwo sind, ja, mit dem Alpha, also von hier bis hier sind es ungefähr 150 Grad, ja, dann haben wir das Problem mit den Thyristoren, dass die eigentlich davor negativer sind wie da hinten. Die löschen dann nicht mehr gescheit. Ja, die können dann nicht mehr so gescheit löschen, dann kommt es zu einem Wechselrichterkippen und deswegen ist eben das Alpha auf 150 Grad in etwa begrenzt. Ja, also das funktioniert dann nicht mehr gescheit, weil eben die Thyristoren nicht mehr sperren können. Okay, das ist das Wechselrichterkippen. Und jetzt schauen wir uns an, wie sich dieser Mittelwert der Ausgangsspannung berechnen lässt. Ich schreibe das jetzt einfach einmal hin. Ja, schreibe das jetzt einfach einmal hin und dann erkläre ein bisschen was dazu, aber so wirklich eine Ableitung jetzt nicht. Ja. Also das UDI Alpha. Das ist, und jetzt kommt's, S mal Q dividiert durch Pi mal Wurzel 2 U effektiv, ja, mal Sinus Pi durch Q, ja, und dann mal Cosinus Alpha. Cool, was? Jede Menge Buchstaben. Das hier nenne ich UDI. Das ist also UDI mal Cosinus Alpha. UDI ist praktisch bei Alpha gleich 0 die maximale Ausgangsspannung. Was sind jetzt die Sachen? Okay, also das, da haben wir mal das Q. Ja, Q. Anzahl der Ventile. Eines Stromrichters. Wir haben noch einen Stromrichter, ja, bei der M3-Schaltung. Q ist gleich, wie viele Ventile haben wir? 1, 2, 3. Ja, Q ist gleich 3. Okay. Und das S, ja, Anzahl der in Serie geschalteten Teilstromrichter. Bei der M3-Schaltung, wir haben ja nur einen Stromrichter, S gleich 1. Okay. Und jetzt schauen wir uns das einmal an, wie das da ausschaut. Also wenn wir hier jetzt zum Beispiel zeichnen wir das auf. Weiter vielleicht noch. Ja. Da ist das Alpha. Hier haben wir UDI, ja, also das. Und dann geht es mit Sinus Alpha so nach unten. Bis hierher. Und da haben wir 180 Grad. Da haben wir die 90 Grad. Ja. Und irgendwo hier 90, 150, da irgendwo 150 Grad. Bis daher sind wir begrenzt. Und genau das ist das, was wir hier sehen. Das ist der Cosinus Alpha. Ja, also da geht es nach unten praktisch. Ja, so. In dem Bereich können wir uns praktisch bewegen mit unseren Alpha. So können wir das einstellen. Und hier in dem Bereich haben wir Gleichrichter. Das ist Gleichrichter. Und das ist Wechselrichter. Ja.
ein schlechter Betrieb. Und wie gesagt, wenn wir da drüber kommen, dann können diese Thyristoren da nicht mehr gescheit löschen und dann kommt es zum Wechselrichterkippen, deswegen wird es da begrenzt. Das da ist nur mehr hypothetisch. Ja, also das Alpha 0 kleiner gleich Alpha kleiner gleich 90 Grad Gleichrichterbetrieb. Und dann 90 Grad kleiner gleich Alpha kleiner gleich 150 Grad Wechselrichter. Und größer 150 Grad Gefahr des Kippens. Ja, dann funktioniert das mit den Ventilen nicht mehr, weil sie ja eigentlich in die verkehrte Richtung betrieben werden. Ja, das D, ja, ist übrigens das Direct, das heißt Direct, und das I heißt Ideal. Ja. In der Realität kann ich nicht die gesamte Spannung hier des UDI nutzen, sondern habe nur UD zur Verfügung. Ja, das ist durch ohmsche Verluste, durch Kommutierung und so weiter, ist das halt ein bisschen, ist das halt ein bisschen reduziert. Ja, das ist ideal. Das ist ideal heißt, ja, diese ganzen Leitungen haben null Widerstand, die Flussspannung ist null und so weiter von denen. Gibt's in echt nicht. Ja. Also in echt haben wir UD. Das UDI ist eben das Ideal. Es wäre wie in einer idealen Welt. Dann schaut das halt so aus. Ja, M3 Gleichrichter sehen wir. Gut. Pulsiert wesentlich weniger. Aber ich brauche eben drei Phasen. Wie ich das trotzdem hinbekomme, wenn ich nur eine Phase habe und es wesentlich weniger pulsiert wie mit einem M1 Gleichrichter, sehen wir uns das nächste Mal an. Das nächste Mal schauen wir uns eine Brückenschaltung an. Ja, die erste Brückenschaltung, eine B2-Schaltung. Wie das funktioniert, nächstes Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.